nächste Ausblick hier. Lass auch mal gucken. Okay. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Na, hier ist das Torneigelände, okay. Hier bin ich. Ein Edelsteinhändler. Wo ist der Edelsteinhändler? Das ist der tiefe Weg. Das ist der Edelsteinhändler. Ja. Nee. Genau auf der anderen Seite. Hier ist der Edelsteinhändler. Hier. Ja, da ist der Edelsteinhändler. Mit dem haben wir hier schon geredet. Habe ich für den nochmal so einen Nook? Ad Frost Wala, mein Lackfängerfreund. Okay, dann haben wir hier Figas Importwaren. Halle der Helden, war ich da schon drin? Ich habe Gerüchte gehört, dass ein bestimmter Weinhändler mit seinen Zahlungen im Rückstand ist. Ich weiß nicht, was ihr meint. Ich bezahle meine Ausgaben. Was ist mit den Ausgaben, die eure Freundin Javia hat, wenn sie euch beschützen? Es ist nicht leicht, für Ruhe zu sorgen. Wie leicht könnte jemand beschließen, alles in eurem Geschäft in Brand zu stecken? Wie leicht könnte es passieren, dass jemand, der solch bedrohende Worte ausspricht, einen gespalteten Schädel hat? Mein Geschäft? Bitte, ich habe nicht viel. Der Umsatz ist gering. Die Leute haben Angst. Sagt Javia, sie bekommt ihr Geld. Ich... Javia, reichen eure Versprechungen nicht, alter Mann. Lasst uns reingehen und nachsehen, was ihr vor uns verbergt. Das ist alles, was ich derzeit habe. Ich hätte mehr, wenn ich etwas verkaufen würde. Na sowas. Wir haben Besuch bekommen. Ein Freund von euch. Geht einfach wieder. Das ist eine Privatsache. Bitte mischt euch hier nicht ein. Ihr wisst ja nicht, wie diese Leute sind. Dann werde ich uns einmal vorstellen. Es sind gefährliche Zeiten hier in Orsamar. Ja, besonders für dich. Zum Glück bietet Javia aus Mitleid Schutz vor dem Chaos an. Ihr tragt da einige wertvolle Sachen, die euch zum Ziel von Schurken machen könnten. Wenn ihr von der Charta eine Garantie für eure Sicherheit wollt, kostet euch das lediglich 10 Gold Sovereigns. Andernfalls weiß ich nicht, was geschieht. Gebt ihr jetzt dem Fonds Rettet die Fremden eine Spende? Oder muss ich euch zeigen, wie gefährlich Orsamar ist? Wie ihr wünscht, toter Mann.
Großfresse. Was habt ihr getan? Weil den Ahnen, er ist tot. In meinem Laden. Ich muss hier weg und mich verstecken. Javia wird mich dafür jagen. Jetzt das gesuchteste Ziel von allen bin? Heiliger Stein, warum bezahlen wir wohl Javia Schutzgeld? Ihr habt mich ruiniert. Wenn ich sterbe, seid ihr schuld. Ich muss fliehen. Betrachtet es als erledigt. Ich werde es tun. Tja. Ich erwarte euren Befehl. Dann habe ich jetzt gar keinen Händler mehr hier. Das gefällt mir auch nicht. War eh nur ein Weinhändler, oder? Egal. Da geht's. Das ist der Neigelände und da geht's. Halle der Helden. Ach, da war ich ja reingekommen, genau. Das ist die Rüstungsschmiede. Da steht die Kleine davor, die Magierin werden will. Das ist die Schenke, da war ich auch schon. Gemischwarenhändler, Stadt des Staubs. Da war ich noch gar nicht. Bruder Burkel. Also ein langer Gang. Da geht's hier irgendwie ins Tarnai. Da bin ich reingekommen. Guck mal, ob ich die Glatze im Stadt des Staubs finde. Was ist mit dem? Ach, das war der. Ach, das ist die Stadt des Staubs. Ja, warum nicht? Eine Glatze hat ein Buch geklaut in der Heiligen Bibliothek. Warum erheben sich die Armen nicht gegen ihre Unterdrücker? Ich habe das nie verstanden.
Ja, weil sie nicht die Mittel haben. Und weil sie keinen Selbstrespekt haben. Wir sind ganz unten. Was ist denn jetzt aber mal los? Ja, Absturz. Der erste allerdings. Bisher hat das Spiel tapfer durchgehalten. Und, naja. Ich mach mich mal an den da hinten. Na, halt auch ein bisschen öfter mal speichern. Gar nicht weglaufen. Versuchst du zu schießen? Bist du immer wieder unterbrochen? Ist nervig, oder? Jetzt kommst du darauf, auf die Idee, dein Schwert zu ziehen? Ich mal speichern, bevor es noch abstürzt. Die sind alle auf Lyrium. So oft muss ich dann auch nicht. Hast du eine Glatze? Wer seid ihr? Ihr seht nicht wie eine Wache aus und das ist keine offizielle Uniform. Na, ich bin ein Wächter. Oh, ihr sucht eine Möglichkeit, Geld zu verdienen? Hm. Dann habe ich vielleicht etwas für euch. Insbesondere, wenn ihr an der Oberfläche ein paar Verbindungen habt. Ja, habe ich. Nichts für ungut, aber eure Könige haben Gesetze, die in einer praktisch orientierten Welt nicht sinnvoll sind. Zum Beispiel, wer Lyrium kaufen und verkaufen darf, dieses heilige Geschenk des Steins an uns. Kein Gesetz sollte das regeln dürfen. Die Gesetze sollen die Magier von dem Zeug fernhalten. Deshalb gibt es im Turm des Zirkels immer Abnehmer. Mein Kontaktmann heißt Godwin. Er erwartet eine Lieferung. 15 Pfund. Wenn ihr investieren wollt, könnte ich stattdessen euch das Lyrium verkaufen. Zu einem vernünftigen Preis. 50 Sovereigns. Habe ich nicht, tschüss. Ihr könnt es behalten oder... weil ihr ungehindert abreisen könnt. Ja, zum Schluss ist nur blau gefärbtes Wasser. Und wenn ihr seine nächste Bestellung bringt, zahle ich euch 20 Sovereigns als Finderlohn. Wie wäre das? Ich bringe seine Bestellung, du zahlst mir 20. Für jemanden wie euch eher mehr, vermute ich. Die meisten hier unten geborenen Zwerge sind von Natur aus immun. Andere Rassen sollten nicht zu lange Kontakt mit dem Erz haben. Es geht auch darum, dass Lyrium wertvoll ist. Es kommt nur hier unten vor und die Magier der Menschen können ohne nicht arbeiten. Solange ihr den Blick senkt und den Mund haltet, haben wir nichts mehr miteinander zu tun. Thank you.
Leuten wie euch verkaufen wir nichts. Oder habt ihr etwas anzubieten? Natürlich. Erledigt. Wer bist du? Was wollt ihr hier, Wächter? Seid ihr nicht etwas fehl am Platze? Ach ja? Wie kommt ihr darauf, dass irgendjemand hier mich, will sagen, diese Person verraten würde? Ihr habt einen verdammten Kampf vor euch, Wächter. Dabei habe ich das blöde Buch bereits weitergegeben. Zu schade für euch. Du bist schon allein, oder? Shady Corpix. Ein im Zorn zerknüllter Witch ein, der verloren hat. Finger reinstecken. Habt ihr eine Münze übrig, Herr? Für meinen Sohn. Er ist krank. Ja, wo ist er denn? Hat keine sauberen Sachen und nichts zu essen. Und ich auch nicht. Das frage ich mich auch jeden Tag. Er war kein
ganz erpicht auf ein Mädchen, das ihm Zugang zur Minenkaste verschafft. Aber seit der Geburt des Jungen habe ich nichts von dem Kerl gesehen oder gehört. Und ich bin auf der Straße und darf nicht zurück, außer... Aber nein, daran mag ich nicht mal denken. Ich wünschte, das wäre möglich. Mein Name ist Zerlinda. Ich war nicht immer so. Ich gehörte zur Minenkaste. Wir waren nicht reich, aber ich musste nie hungern. Jetzt ist alles fort. Es ist meine Schuld und ich kann nichts tun, um es wieder gut zu machen. Der Vater meines Sohnes ist kastenlos und er damit auch. Meine Eltern haben mich verstoßen, wenn ich... Außer ich setze das Kind in den tiefen Wegen aus und gebe vor, ich hätte ihn nie geboren. Ja, weil der Sohn vom Sohn, vom Vater. Und die, hast du nicht zugehört? Und die Tochter von der Mutter. Und er ist ja kastenlos. Und es ist ein Knabe geworden. Also ist auch der Knabe kastenlos. Ich kann mein Baby nicht aussetzen. Ja, das geht nicht. Die Bewahrer lernen, dass nur Kinder mit Stammbaum überhaupt existieren. Kastenlose aber nicht. Sie haben nie ein Kind geboren. Er weint wie jedes andere Baby und lacht, wenn er satt ist. Ich kann ihn nicht wegen eines Zufalls töten, zumal ich für das alles verantwortlich bin. Ich habe darüber nachgedacht. Dort soll es kein